Der Kampf ist für mich einfach ein Testkampf. Nächstes Jahr im Mai sind wir dran, nochmal einen großen Kampf zu organisieren. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird. Ich will keine Versprechungen machen, aber wir sind mit Weltverbänden in Gesprächen für eine Weltmeisterschaft. Ob das gelingen wird, wird man sehen. 20. Mai ist anvisiert, EWS Arena. Es wird zugleich mein letzter Kampf. Es wird meine Abschiedsgala. Und nach 33 Jahren aktiven Boxsport. Das ist für mich ein Testkampf, aber ein Kampf, den ich nicht unterschätzen darf. Also jeder Gegner ist ernst zu nehmen und vor allem, wenn er weiß, dass er, wenn er mich besiegt, in der Weltspitze aufsteigen kann, dann erst recht. Und ich bin immer noch top platziert in der Weltrangliste. Ich bin bei der WBA sogar in den Top 10, Nummer 6 der WBA-Weltrangliste. Und von daher gesehen, wäre für den Gegner ein Sieg gegen mich, würde ihm eine Riesenchance bieten. Und deswegen weiß ich, dass er seine Chance suchen wird. Und er ist ein K.O.-Schläger. Er hat eine sehr, sehr hohe K.O.-Quote. Von 22 Siegen, 20 durch K.O. gewonnen. Und ich denke, dass er seine Chance in den ersten Runden suchen wird. Aber wir werden sehen. Natürlich kann es auch ganz anders laufen. Ich habe mich gut vorbereitet und bin auf alles gefasst. Ich habe eigentlich vor, wenn es geht, ohne Eliminator einen WM-Kampf zu machen. Ich bin berechtigt, um die WM zu kämpfen. Aber wenn natürlich der Verband einen Eliminatorkampf voraussetzen würde, dann würde ich einen machen. Aber das ist, wie gesagt, das muss man abwarten. Das ist nicht meine Entscheidung. Das wird vom Verband bestimmt. Wenn ich aber es schaffe, dass ich für eine freiwillige Titelverteidigung gegen den Weltmeister antreten kann, dann brauche ich keinen Eliminator. Und das wäre mir persönlich lieber, dass ich direkt um die WM kämpfen kann. Selbst wenn es, ich bin ehrlich, wenn es am 20. Mai, wenn es nicht mit der WM klappt, dann ist es halt so. Ich war Weltmeister, ich habe seit 17 Jahren geschafft, immer Top 10 zu sein in einem der großen Verbände. Vor kurzem, bis vor ein, zwei Jahren, war ich noch die Nummer 1 der WBO. Ich war IBF Top 10, WBA bin ich aktuell, wie gesagt, die Nummer 6. Ich habe immer wieder, in den letzten 17 Jahren war ich ständig, 17 Jahre lang Top 10. Und von daher gesehen, wenn ich jetzt keinen WM-Kampf mehr bekommen sollte, dann ist es so. Davon geht für mich die Welt nicht unter. Ich habe meinen Traum schon verwirklicht. Ich wurde Weltmeister. Natürlich wäre es für mich schön, nochmal um die WM zu kämpfen, es zu probieren, ältester Weltmeister aller Zeiten zu werden. Das ist mein Ziel. Aber wenn es nicht so ist, dann werde ich auf jeden Fall trotzdem einen großen Kampf bieten am 20. Mai. Und die Dinge sind, wie sie sind. Ich werde dem nicht hinterherheulen. Es gibt viel Schlimmeres im Leben. Es gibt Leute, die im Krieg, was weiß ich, was alles durchmachen oder manche Menschen, die krank auf die Welt kommen oder sogar Krankheiten erst nachträglich bekommen, hungern müssen. Es gibt so viel Leid auf der Welt. Ich werde nicht jammern, wenn es für mich keinen WM-Kampf mehr gibt. Aber ich werde alles dran setzen. Mein Manager, Dennis Gemici-Serrano, ist mit den Weltverbänden in Verbindung. Er führt Gespräche, positive Gespräche, aber es ist noch keine definitive Zusage. Wir werden sehen. Ich lasse mich letztendlich überraschen. Jetzt aber ganz ehrlich, für mich zählt nur Samstag, morgen. Bevor ich jetzt irgendwas rede, wenn ich morgen verliere, brauchen wir gar nicht weiterreden. Deswegen, ich konzentriere mich erstmal auf den Kampf morgen und dann können wir nochmal drüber reden. Ich werde mich nicht blind auf den Schlagabtausch einlassen, um vielleicht unerwarteten Schlag am Anfang früh zu kassieren, einen harten Treffer zu kassieren, der vielleicht unglücklich für mich dann enden könnte. Ich werde mir die Sache erstmal anschauen, über ihn mir genau durchstudieren im Kampf, werde sehen, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen und das werde ich sehr schnell erkennen. Also ich habe jetzt mittlerweile, wie gesagt, 33 aktive Jahre auf dem Buckel. Ich habe knapp 92 Amateurkämpfe gemacht, ich habe 65 Profikämpfe, 1000 Kämpfe im Sparring und ich glaube, ich habe genug Erfahrung, um sehr schnell zu wissen, was auf mich zukommt. Ich rechne immer mit dem Schlimmsten und wenn es früher aus ist, bin ich auch froh, aber ich bin vorbereitet für 10 Runden, ich habe die Luft für 10 Runden, für 10 harte und schnelle Runden und wir werden sehen, ich werde nichts überstürzen und lasse ihn erst mal kommen und werde sehen, was er macht. Live ist es bei Fight 24. Mit denen habe ich eine sehr gute Erfahrung. Die haben mich die letzten Jahre unterstützt, haben die Übertragungen immer gemacht und die werden morgen wieder vor Ort sein. Und ich freue mich.